Gelobt sei Jesus Christus. Sprechen wir den Preis. Ist das genug? Es muss schon mehr. Ein Bier bitte. Endlich eine Vernünftige. Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, behalte die Hälfte. Hast du noch einen anderen Auftrag? Für dich immer. Mit dem Geld kann ich Essen kaufen, aber ich habe niemanden, der mich nachts warm hält. Damit kann ich nicht dienen. Oder soll ich etwa eine Decke für dich stehlen? Keine Decke, einen Wollschal. Meinen Schal. Ich war verzweifelt, also habe ich ihn für ein paar Bissen verkauft. Und jetzt tut's mir leid. Hol ihn mir zurück, bitte. So gut wie erledigt. Danke, Herzchen. Ich habe den Schal einer Frau gegeben. Sie lebt im Dorf, nicht weit von hier, in westlicher Richtung. Und damit es sich für dich lohnt, sie hat ein schönes Buch in ihrer Truhe versteckt. Das ist bestimmt ein hübsches Sümmchen wert.
Wieso schleichst du herum wie ein Geist? Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Ja, so einer wohnt hier. Der Teufel soll ihn holen. Lebt in einer Hütte am Dorfrand, an der Straße nach Neuhof. Guten Tag. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Muss dieser Kleinbauer Heinz sein. Weiß nicht, was zum Deibel du von ihm willst. Und mir ist es auch gleich. Hat am Dorfrand eine Hütte, in der Nähe vom Bach. Hey, was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus.
Rückenschmerzen? Hör auf! Scheinbar doch nichts. Hier, dein geliebter Schal. Du bist zu gütig. Kümmerst dich um eine arme, vom Pech verfolgte Frau. Ich war nicht immer arm, weißt du? Und ich habe nicht immer so gearbeitet. Erzähl mir etwas über dich. Ich war die Frau eines Bauern aus Neuhof und es fehlte mir an nichts. Ich hatte eine beachtliche Mitgift. Mein Gatte hat mich nie geschlagen. Nur fand er eines Tages eine andere und warf mich raus. Er hat mir nicht einmal meine Mitgift überlassen. Hab eine Zeit lang gebettelt, aber dann habe ich das einzige verkauft, das ich hatte. Was blieb mir anderes übrig? Alles nur wegen diesem Schwein. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Erinnerst du dich, wie ich von meinem Gatten erzählt habe? Jetzt, nach 20 Jahren, ist es an der Zeit, zurückzuholen, was mir gehört. Mein ehemaliger Gatte ist ein Bauer aus Neuhof. Er ist schuld an meinem Elend und jetzt gibt er vor, mich nicht zu kennen. Aber der geschmückte Dolch, den ich ihm damals gab, der ist ihm nach wie vor gut genug. Ich möchte, dass du ihn für mich stiehlst und mir bringst. Ich entlohne dich dafür, aber es wird etwas dauern. So gut wie erledigt.
Hey, wer ist da?